Ja. Wir sprechen gleich weiter. Ich höre gerade, wir haben Live-Bilder noch einmal aus dem Parlament, wie Heinz Fischer in Begleitung von Doris Burris und Mario Lindner den Sitzungssaal verlässt. Sie schreiten durch die Säulenhalle gerade. Und Heinz Fischer wird sich jetzt wieder zum Hauptportal begeben. So ist es geplant, dass Heinz Fischer und seine Frau jetzt wieder zum Auto gehen, mit dem sie dann wieder wegfahren. Laut Protokoll wird das zwar ein Wagen der Präsidentschaftskanzlei sein, allerdings dann schon ohne Staatswappen und ohne Fahne. Denn Heinz Fischer ist jetzt nicht mehr im Amt. Er ist jetzt nicht mehr Bundespräsident und ab sofort Privatmann. Offensichtlich wartet Heinz Fischer jetzt noch auf seine Ehefrau, die von Botschafterin Brenner aus der Mittelloge geleitet wird. Wir haben es ja gesehen während des Festakts. Heinz Fischer hatte einen speziellen Fauteuil direkt vor dem Präsidium. Seine Frau saß in der Mittelloge und hat den Ausführungen, den Reden gefolgt. Reden, in denen Heinz Fischer sehr viel Lob und Anerkennung entgegengebracht wurde von Nationalratspräsidentin Burris, die ihn bezeichnet hat als Brückenbauer und als moralische Autorität. Auch von Bundesratspräsident Lindner, der gesprochen hat von einem Vorbild Heinz Fischer, sowohl als Politiker als auch als Mensch, und der seine Besonnenheit und seine Fähigkeit, erst nachzudenken, hervorgehoben hat. Hier jetzt also noch letzte Verabschiedungen und Glückwünsche. Haben Sie alle Autos, sind Sie alle versorgt? Ja, ja. Besten Dank. Also, viel Erfolg. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Und jetzt ist auch Frau Fischer eingetroffen. Ich bin der Margit. Ein berührender Tag für das Ehepaar Fischer. Wolfgang Geier hat es vorhin angesprochen. Wir haben es auch gesehen in der Übertragung aus dem Parlament. Natürlich nach 12 Jahren Amtszeit ist so ein Tag etwas Besonderes. Und jetzt, wie gesagt, der Weg wieder durch das obere Vestibül zum Hauptportal. Noch einmal am roten Teppich. Lange Interviews gibt es jetzt nicht mehr. Heinz Fischer hat gerade eine lange Rede gehalten vor der Festversammlung im historischen Sitzungssaal im Parlament. Vielen Dank für alles. Großen Respekt, Sie haben es großartig gemacht. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg. So. Sehr schön, sehr würdig, hat Heinz Fischer gesagt auf die Frage, wie dieser Abschied für ihn war. Und jetzt ist eben diese offizielle Verabschiedung vorbei. Heinz Fischer war der 8. Bundespräsident Österreichs in der Zweiten Republik. Nunmehr ist er außer Dienst, steigt noch einmal in einen Wagen der Präsidentschaftskanzlei und fährt mit seiner Frau Margit zur Präsidentschaftskanzlei. Jetzt allerdings schon ohne Staatswappen und ohne Fahnen, so wie das während der Amtszeit von Heinz Fischer eigentlich üblich war.